Streaming starten. Mal schauen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das alles vorstelle bei uns heute. Ja, heute ist mal wieder der Waschbär am Start, wie ihr sehen könnt. Gute Sache, wa? Halt. Wir wollten doch schauen, ob der Stream auch ankommt. Es sieht so aus, wie als würde der auch ankommen, der Stream. Wir sind definitiv live, das ist gut. So, dann will ich jetzt meinen OBJ-Fenster wieder haben. Ja, ich mache das jetzt alles, ohne dass ihr diesen komischen Screen seht, von wegen und vorbereiten oder Bastelei und tralala. So, ich bin jetzt ready. So, Freunde, der Waschbär sitzt heute mal ausnahmsweise zuerst ein bisschen im LKW. Und ja, wie soll ich sagen, ja. Habt ihr schon einen Waschbär gesehen, der Führerschein hat oder einen eigenen LKW? Ich glaube, nein. Deswegen, wohl, lasst euch nicht verwirren. Das Bild oben, das ist nicht meins. Das, naja, also ich habe den LKW geklaut, Freunde. Also, weil Waschbären besitzen keine LKW und Führerschein habe ich auch nicht. Ich würde da niemals durchkommen, aber das ist mir jetzt erstmal volle Kanne egal. Mir geht's darum, ich fahre jetzt ein bisschen LKW. So, schauen wir erstmal, was wir so finden. Ich weiß, dass der LKW standardmäßig ausgerüstet ist mit ein bisschen Anhänger. Und ich glaube, wir stehen hier oben in Osnabrück. Was kann man in Osnabrück mitnehmen? Osnabrück nach Osnabrück klingt langweilig. Ich habe natürlich auch da Kurzstrecken gemacht. Osnabrück, Dortmund, Bremen. Wo fahren wir denn hin? Ich würde gerne mal wieder nach Hause fahren, aber das lassen sie mich immer nicht. Das ist so typisch Eurotruck-Simulator. Man darf immer nicht mehr nach Hause fahren. Zielort. Probieren wir mal Zielort absteigend. Osnabrück, Zürich. Rotterdam. Rostock. Osnabrück, Paraha, Osnabrück, Müll. Nach Italien. Wir fahren nach Italien. Lass uns nach Italien fahren. Mit Käse. Das machen wir noch, oder? Wir fahren nach Italien mit Käse. Käse aus Osnabrück nach Italien. Das könnte eine Weile dauern, Freunde. So, LKW, ja. Scheibenwischer, ne? Moment. Ich glaube hier. Ah, er hat auch. Nein. Ah, Dreck. Das kommt davon, wenn man so kleine Pfoten hat und so kurze Arme. Egal. Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Aus jetzt! Der Scheibenwischer mobbt mich. Sag mal. Jetzt bin ich verwirrt. Moment, war das das? Ah, ich habe ihn gefunden. Okay, ich habe ihn gefunden, Freunde. Ist schon. Moment, nochmal. So. Hui. LKW fahren. Oh, scheiße. Das ist das Problem, wenn man nicht an die Pedale kommt. Dann wird alles immer viel schwerer. Warte mal, das Navi sagt, ich soll in die nächste... Ja. Ups. Bordstein. Blinkende Ampel. Habe ich schon erwähnt, dass ich farbenblind bin? Das ist so üblich bei meiner Rasse. Ich bin farbenblind. Deswegen beschwert euch nicht, wenn ich über rote Ampeln fahre. Ich weiß nämlich nicht, dass rot ist. Bei mir gibt es nur dunkel und hellgrau. So.
Und da ich auch nicht lesen kann, habe ich auch keine Ahnung, was Geschwindigkeitsbegrenzungen sind, ne? Also, jeder, der irgendwie so von wegen fahr mal realistisch daherkommt, der hat schon mal gleich verloren. So, wo war der Käse? Hier war der Käse. Gib mich den Käse. Ich überspringe das Aufladen der Fracht. Ich habe nicht das Bedürfnis, da rückwärts einzuparken. Zumindest gerade nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier die Außenansicht wieder. Außenansicht. Wo sind wir denn? Ah, an der Verladerampe. Okay. Nachtfahren ist übrigens total uncool, habe ich bemerkt. Aber ist ja egal. Habe ich eigentlich die Schlafscheiße ausgemacht? Ich glaube schon. Oi, guck mal an, da ist schon passiert. Großartig. Och Leute. Ich bin doch bloß ein Waschbär. Was soll denn die Scheiße? Komm, verzwiebel dich. Muss ich noch anhupen oder so? Los, hau ab! Ich glaube, ich habe in letzter Zeit zu viel Paluten geguckt. Ich werde schon genauso wie der. Na, diese verstellte Stimme. Und das gebe ich die Pidiseln. Genau, Pidiseln. Oh, Ampel blinkt. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber ich mache trotzdem mal meine Fahrt. So. Bin ich eigentlich richtig? Ja, ich glaube schon. So, einfach mal dem anderen nach. Das ist so Rudelverhalten. Einfach mal dem anderen nach. Der wird wahrscheinlich auch auf die Autobahn wollen oder so. Hui. Ups. 2% Schaden. Gott, ich kann mit dem LKW einfach nicht fahren mit den kurzen Pfoten. Schon ist. Alter, der muss sich auch denken. So, Alter, was sitzt denn da für ein Waschbier am Steuer? Gott, die Ampel ist ja grün. Ach nein, Quatsch, hellgrau. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Die Ampel ist hellgrau. Sollte ich vielleicht noch einen Graufilter einbauen, damit ihr so dann seht, wie ich das so sehe. Aber der LKW ist ja innen drin sowieso nur schwarz und weiß. Dann ist das alles prima. Das macht so viel Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass Arbeiten von Menschen so spaßig sind. Sind Waschbären eigentlich nachtaktiv oder sind die tagaktiv? Ich weiß es nicht. Ich bin immer beides. Aber ich glaube, meistens bin ich nachtaktiv. Also würde ich sagen, ich bin ein nachtaktives Lebewesen. Muss ich jetzt hier eigentlich geradeaus? Ich glaube schon. Warte mal, diese komische rote Linie sagt... Ach nein, die komische graue Linie mit den grauen Pfeilen drauf sagt geradeaus, soweit ich das sehe. Also machen wir das mal. Warte mal. Hä? Was? Wieso sind da jetzt zwei Linien? Oh, das hinterfrage ich jetzt einfach nicht. Hinterfragen macht keinen Spaß. Habe ich schon erwähnt, dass Navis echt komische Sachen sind? Ach du Scheiße, ich glaube, ich bin falsch gefahren. Ja, sieht so aus, als wäre ich falsch gefahren. Egal. Wir kommen da schon noch dahinter. Warte mal, wo geht's jetzt lang? Ich glaube hier rum. Waschbären-Power aktiviert.
so, der will, dass ich da wieder hochfahre. Also habe ich mich definitiv in der Kurve vertan. So, mal schön ein bisschen auf die Gegenfahrbahn hier. So, ich glaube, jetzt bin ich wieder richtig. Hab ich ein Dusel, dass die nächste Ausfahrt so nah dran ist, sonst hätte ich auf der Autobahn rückwärts fahren müssen. Weil, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie das hier funktioniert mit der ganzen Verkehrsgedönserei. Dass es da irgendwie so Regeln gibt, habe ich schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Und ich glaube, manche Autofahrer im Spiel hier wissen das auch nicht. So, ich glaube, jetzt bin ich richtig. Gott, ich liebe die neuen Autobahnkreuze. Die sind echt toll. Ich will mehr davon. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Italien, ne? Da wird es wahrscheinlich wieder richtig krass werden. Boah, ich liebe diese Leitplanken. Ich schon erwähnt, dass ich auch nie in den Spiegel schaue. Bin nicht so eitel, dass ich in den Spiegel schauen muss. Zuschauer habe ich wahrscheinlich auch keine, wie immer. Aber wer schaut schon jemanden, der nachts, oder zumindest wer schaut schon einem Waschbär, der nachts über die Autobahn fährt, dabei zu, wie er über die Autobahn fährt. Und der ist auch noch in einem Tempo, das so ungesund ist, dass es nur ein Waschbär tut. Ja, weil ich habe nämlich einen Ziegelstein unten auf das komische Pedal gedrückt, wo es immer lauter wird, wenn man drauf drückt. Ne? Und das andere mache ich mit einem Stock. Also das Pedal, wo man dafür sorgt, dass das Ding wieder stehen bleibt. Kumpel, du bist zu langsam. Fahr mal schneller. Wir drehen. Ich kenne die Straßen übrigens alle kein bisschen, ne? Weil, wie gesagt, den LKW habe ich geklaut. Also normalerweise fahre ich nicht Auto. Normalerweise fahre ich Traktor. LKW, ne? LKW. Traktorfahren ist mehr so mein Ding, ist naturnäher. Also auch wenn natürlich, klar, Käse ist natürlich auch ziemlich landwirtschaftlich, ne? Aber solange es keinen Käse in Landwirtschaftssimulator gibt, fahre ich halt Käse über die Autobahn. Da kann ich dann Käse zusammenfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich irgendwo reinkrache. Ich frage mich, was die Italiener mit dem Käse aus Osnabrück machen. Habe ich eigentlich inzwischen Zuschauer? Wenn ja, bitte was in Chat schreiben. Wo ist der eigentlich schon wieder hin? Ich hoffe, das funktioniert noch. Ich hatte ja schon mal Zeiten, wo der Stream einfach nicht funktioniert hat und ich dann mir den Mund fusselig geredet habe und keiner hat es mitgekriegt. Das alles nur
weil die Technik versagt hat. Die Technik versagt. Köln. Kölle Alarv. Sagt man noch so, oder? Aber nicht zur Weihnachtszeit. Was sagt man zur Weihnachtszeit? Kölle Christmas oder sowas? Weiß nicht. Ja, ich bin voll der Mittelspurschleicher. Das liegt an den Autobahnen. Die Autobahnen sind nicht waschbärfreundlich genug. Da muss man in der Mittelspur fahren. Ist voll actionreich, oder? Ja, ich weiß, ich spiele nicht Euro Truck Simulator Online, also nicht World of Trucks, weil da gibt es viel spannendere Sachen, habe ich gesehen, sowas wie Purzelbaum schlagende 40 Tonner und davonfliegende Autos. Aber ganz ehrlich, bei meinem Fahrstil würde ich es nicht empfehlen, andere Menschen damit draufzulassen auf die Straße, weil ihr habt ja gerade schon gesehen, ich bin aus der Ausfahrt raus, hab den LKW weggeräumt und danach bin ich auch nochmal auf Tuchfühlung gegangen oder so. Also ich weiß ja nicht, wie das andere Spieler aufnehmen, wenn ich ihnen dauernd und ständig den Truck kaputt fahre, ne? Das ist geil. Ich finde, das sieht immer aus wie so ein Hufeisen. Wie als würde der ein fettes Hufeisen hinter sich herziehen. So nebenbei, das Autoradio habe ich kaputt gemacht beim Versuch zu benutzen, also deswegen gibt es auch keine Musi. Also habe ich die Knöpfe zu sehr verkratzt und verfummelt beim Einstellen von den Sendern und so, und deswegen ist es jetzt kaputt. Deswegen ist bei mir auch so still. Ich habe immer noch kein Hallo im Chat, verdammt. Schaut denn um die Zeit keine YouTube-Livestreams mit Euro-Truck-Simulator oder so. Ups. Verdammt. Ich sollte vielleicht was Größeres fahren in Zukunft. Was Größeres. Was richtig, richtig Großes. Aber keine Sorge, Leute, ich habe den Landwirtschaftssimulator heute schon installiert und mal probemäßig gestartet. Gespielt habe ich ihn noch nicht. Das machen wir hier dann wieder live mit dem Wugenator. Haben wir beschlossen. So, wenn der Wugenator da ist, werde ich dann auch das Spiel wechseln. Deswegen ist jetzt der Euro Truck Simulator sozusagen so ein bisschen Warm-up. Damit ihr schon mal mitkriegt, dass ich streame und dann gegebenenfalls euch die Mühe macht und dem quatschlabernden Nagetier dabei zuschaut, wie es vor sich hin LKW fährt. Ne? Das Dumme ist halt, ich habe auch jetzt nicht das spannendste Spiel rausgesucht. Ich hätte noch den hier den Diktator-Simulator rausholen können, aber bei dem bin ich mir immer nicht sicher, ob der überhaupt in der Möglichkeit ist, aufgenommen zu werden oder sowas, weil das Streaming über Steam funktioniert auch nicht. Deswegen kann ich den Diktator-Simulator da... Ja... Ich glaube auch nicht, dass der so viel unterhaltsamer ist, weil die meiste Zeit drücke ich immer nur auf Play. Und, ja... Andere Sachen, also Minecraft, ja, was soll ich sagen? Ich habe so viel Minecraft gespielt, dass mir die Klötze schon aus den Ohren rauswachsen, wenn ich es anfasse. Also sprich, wenn ihr dann da so eine Apfeleiche aus meinen Ohren wachsen seht, wisst ihr, was ich gemacht habe. Sieht bei einem Waschbär bestimmt richtig spannend aus.
so Waschbär mit Apfeleichen-Sitzlingen in den Ohren. Aber dann würde ich euch auch nicht mehr mitbekommen. Bei doch die chattenden Personen würde ich mitbekommen, aber den Rest nicht mehr. Außerdem ist es immer so mühsam, sich die Eichensetzlinge aus den Ohren zu pulen. Das dauert immer so lange. Vor allen Dingen mit meinen Pfoten. Ja? Das ist nämlich nicht gerade einfach, weil ihr habt es da ganz simpel mit euren Händen. Die können schön greifen, aber die Pfoten sind manchmal ein bisschen unpraktisch zum Anfassen. Bisschen zu klein und ja, jedenfalls, ne, ich schweife schon wieder ab in Waschbärprobleme. Ja, die sind halt anders. Anders als eure Pfoten. So. Es regnet. Oh nein, ich glaube, jetzt muss ich wieder überlegen, wo man den Scheibenwischer anmacht. Moment, ich guck kurz mal, wo Scheibenwischer. Ah, hier. Ich glaube, ich habe es geschafft, den Scheibenwischer anzumachen. Ich hoffe, ich krieg den auch wieder aus, wenn es aufhört. Mann, Italien ist echt weit weg. Ups. Ich glaube, da war ein Auto. So, deswegen darf man mich nicht auf die Normalbevölkerung loslassen, wenn ich ein Fahrzeug in der Hand habe, ne? Und ja, ich weiß, im Landwirtschaftssimulator stelle ich mich nicht so dämlich an, aber ganz ehrlich, die Fahreigenschaften im Landwirtschaftssimulator sind nun mal anders als im Eurotruck-Simulator. Und die Übersicht, ich fahre auch immer Außenkamera, während dem im Eurotruck-Simulator die Innenkamera einfach besser zu fahren ist. Weil das reagiert sich schöner. Ich verlenke mich zu viel, wenn ich im Eurotruck-Simulator in der Außenansicht fahre. Also fahre ich im Eurotruck-Simulator im Cockpit und wenn ich Landwirtschaftssimulator spiele, fahre ich immer mehr in der Außenansicht, weil es ist mir doch ein bisschen lieber, wenn ich mehr Übersicht habe im Normalfall. Aber das Fahrgefühl ist einfach beim Eurotruck-Simulator im Führerstand besser. Also hier ist das Ganze noch viel realistischer mit dem Waschbär im Führerstand, ne? Und nein, ich habe auch noch nicht versucht, einen Zug zu klauen, falls das jemanden interessiert hätte. Also, ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe es nicht so mit Züge von Fahren und so. Also, Schienen bauen und so weiter, ist alles klar, mach mal. Aber Züge klauen und selber fahren ist nicht so mein Ding. Ich setze mich lieber in Leitstand und erzähle den Lokführern was von meiner Fellpflege. Also, so Conditioner und so, kennt das ja, es ist so, oder, ja, hier, Langhaarschneider, wenn's Fell mal wieder juckt, also, ich überspringe die Mauser immer, weil ich von euch Menschen gelernt habe, es gibt tolle Geräte, die da irgendwie was dagegen tun können, also, gibt's bei mir dann immer so, einmal kahl rasieren, dann sehe ich aus wie so ein Frettchen, und danach, wenn das wieder nachgewachsen ist, dann sieht wieder alles prima aus. Ach so, nebenbei, falls sich jemand wundert, wo mein Headset abgeblieben ist und so weiter. Ja, ich hab's verloren. Also, deswegen habe ich das Headset nicht auf und man hört mich trotzdem. Weil ich's verloren habe. Nein, ehrlich, mein Programm, um mich darzustellen, hat ein Update bekommen und ist deswegen jetzt noch unpraktischer und deswegen ist mein Headset weg. Also ich habe jetzt auch keine Fliegerbrille mehr, weil ich mir gedacht habe, so ja, Fliegerbrille macht bei einem Waschbärmel wie einfach gerade jetzt keinen Sinn, so, ne? Also zumindest nicht, wenn ich ihm. Ach, ich rede zu viel. Ich rede zu viel dummes Zeug, aber das ist halt ihr ja von mir gewohnt. Also immer wenn ich im Waschbärmodus unterwegs bin, dann rede ich die meiste Zeit
Quatsch. Das liegt daran, dass dann auch automatisch mein Gehirn auf Waschbärgröße schrumpft. Deswegen kommt dann da meistens auch nichts Sinnvolles bei raus, ne? Ups, 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 oh shit, oh fuck. Jetzt habe ich mich kurz nach vorne gelehnt und schon bin ich vom Lenkrad abgerutscht. Verdammt. Ich glaube, das gibt richtig, richtig viele Kosten zum Punkto reparieren und so. Aber zum Glück habe ich, bevor ich den LKW geklaut habe, auch noch eine Bank überfallen. Also sollten die Reparaturkosten lässig drin sein. Weil niemand würde einen Waschbär verdächtigen. Deswegen konnte ich da einfach so rausmarschieren, währenddem die Bullen reingegangen sind. Auch wenn das normalerweise echt auffällig wäre, wenn ein Waschbär mit einem dicken Geldsack aus einer Bank rausgeht, die gerade überfallen worden ist. Aber Menschen rechnen nun mal nicht damit. Das ist die Gewohnheit. Ihr seid so. Wenn ihr seht, dass ein Typ im Anzug kommt, dann denkt ihr wahrscheinlich an einen Börsenmakler oder irgendjemanden anderen, der irgendwas wirtschaftlich Gedönsliches tut. Aber ihr würdet niemals darüber nachdenken, ob der Typ ein arbeitsloser Kiffer ist. Das würde euch niemals in den Sinn kommen. Das ist die reine Gewohnheit. Und deswegen funktioniert es auch, dass ein Waschbär mit einem dicken Geldsack aus einer Bank rausgeht, die er gerade überfallen hat, ohne dass die Polizisten checken, dass er die Bank überfallen hat. Ich glaube, ich muss mal wieder ja. Wir sind schon bei 9%. Oh ja, Schaden. Ich muss den Scheibenwischer ausmachen. Scheibenwischer ausmachen. Scheibenwischer. Hallo, Scheibenwischer ausmachen. Aus mit dir. Ich frag mich, ob ich mit dem LKW überhaupt in Italien ankomme. Ich bezweifle das langsam. Aber Italien ist ja auch so weit weg. Und der LKW fährt nur 90, glaube ich zumindest. Kann ja nicht lesen. Bin ja ein Waschbär. Ja, natürlich hätten sie mir in der Bank auch Spielgeld andrehen können. Ich hätte das auch nicht geschnallt. Ich habe immer noch kein Hallo im Chat stehen. Warum nicht? Gibt's denn niemanden, der einem Waschbär beim LKW-Fahren zuschauen will? Was ist denn los mit euch? Oder seid ihr alle noch auf Arbeit? Ich glaube, ich bin definitiv ein nachtaktives Wesen. Es wird Tag. Warte mal, muss man da nicht auch diese komischen Lichter aus... Ups, Lichter ausmachen. Ja, verdammte Scheiße, ich komme halt an die Knöpfe nicht ran! Mist. Oh, ich glaube, ich muss hier runter. Die komische Linie sagt, ich muss hier runter. Nehme ich doch. Waschbären zahlen übrigens auch keine Strafe für Vergehen, falls es euch nicht aufgefallen ist. Das ist ganz logisch. Das Thema hatten wir gerade mit dem Banküberfall. Die würden niemals erwarten, dass ein Waschbär einen LKW fährt und deswegen kriegt er auch keine Bußgelder. Die Bußgelder kriegt die Firma, denen der LKW gehört. So. Damit wir das auch schon mal geklärt haben, warum hier absolut keine komischen Gedingse rauskommen, wenn man hier so mal gegen einen LKW fährt oder über eine rote Ampel oder zu schnell oder... Das passiert mir alles nicht. Annahmespekulation. Wie gesagt, die Polizei fährt an mir vorbei und checkt gar nicht, was Sache ist, weil die sind perplex, wenn die ins Führerhaus reinschauen und so, was? Waschbär? Und dann lassen sie mich einfach weiterfahren. Ja? Weil dann machen sie nämlich erstmal bei sich selbst einen Drogentest. Weil sie das verstehen die nicht mal. Also die sitzen dann immer so an ihrem Polizeiauto und schauen wie Pferde. Ja, also Menschen, die wie Pferde schauen. Und dann fahre ich halt einfach weiter. Also
Fahrerflucht ist bei mir in der Tagesordnung. Ne? Oh. Rotes Auto. Ach nee, Quatsch. Dunkelgrau. Ach nee, hellgrau. Ach, verdammt. Ich muss das noch üben mit der Farbenblindheit. Ich bin nur normal blind. Darf ich kurz Gesichtsspasmen entwickeln? Ich würde gerne ein paar Gesichtsspasmen entwickeln. Ich hoffe, das schaffe ich, ohne irgendwo dagegen zu rumpeln. Auf die Plätze, fertig, Gesichtsspasmen. Ah. Uppala. Ja, Moment, ich versuch's mal. Ich habe hier nämlich hier drüben irgendwo... Ach nee, scheiße, wo ist meine Kaffeetasse hin? Meine Kaffeetasse ist weg, Leute. Ich glaube, ich muss irgendwann mal in der Werkstatt fahren und meine Kaffeetasse wiederholen. Wie ist mein Cockpit allgemein so leer? Hier war vorher noch eine Kaffeetasse gestanden. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Vielleicht ist sie runtergefallen. Mal gucken. Wo ist denn die hier? Ups. Okay, 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 okay. Ich gucke nicht mehr nach meiner Tasse. Ist in Ordnung. Ach, scheiße. Waschbär-Augen auf die Straße. Und ja, ich habe heute den halben Tag damit verbracht, zu versuchen, ein hübsches Hintergrundbild hinten reinzumachen, so von wegen und LKW-Führer aus oder so. Aber dieses verdammte Programm, womit ich meine Hintergründe mache, kann einfach keine schönen Hintergründe reinmachen, weil die sind alle vorgegeben. Da steht zwar da, dass man per Drag and Drop was reinziehen kann, schön auf Englisch, damit ich es auch nicht verstehe. Und wenn ich versuche, da was reinzuziehen, dann tut es halt nichts. Also, ich habe es versucht, es wollte nicht. Und deswegen habe ich es gelassen. Oh, wir sind in der Schweiz. Kann man Schweizerdeutsch sprechen? Ich habe die Feststellung gemacht, dass ich ein bisschen Schweizerdeutsch verstehe. Auch wenn ich das nicht so gut kann. Aber verstehen tue ich es jedenfalls. Also schon mal an die Schweizer, wenn ihr Schweizerdeutsch sprecht. Ich finde, das Schweizerdeutsch ist schön. Also, manche finden das ja nicht schön, aber ich finde es schön. Oh, ich glaube, der will hier rein. Ich glaube, der will hier rein. Und wieder hier rein will. Verdammte Scheiße, noch eins. Jedenfalls, ich bin ein Verfechter von Dialekten. Mein gefühlter Heimatdialekt ist Fränkisch, obwohl ich in Oberbayern geboren wurde. Man hört es bei mir auch fast nicht, aber manchmal passiert es auch, dass ich ein bisschen Fränkisch kommuniziere. Kommt, wie gesagt, nicht häufig vor, aber ich finde Dialekte an sich finde ich eine total tolle Sache. Weil die sind Vielfalt und die Natur liebt Vielfalt. Das weiß man ja. Ja, hör auf zu hupen, du Sack! Ich versuche hier gerade einen LKW wieder in die Kurve zu kriegen. Scheiß Autobahnauffahrt. Schnauze jetzt da hinten! Halt die Fresse! Ja, ich darf fluchen, ich bin Waschbär. Abend. Jetzt müsst ihr auch immer Autobahnauf- und Abfahrten bauen, die so scheiße sind, dass man mit einem 40-Tonner nicht reinkommt. Scheiß Leitplanken. Aber hey, theoretisch haben wir die Hälfte schon geschafft, wenn wir jetzt in der Schweiz sind. Ist doch schon mal ein Anfang.
Weil so groß ist die Schweiz ja nicht. Also im Vergleich zu dem Osnabrück und was weiß ich, was ich jetzt gefahren bin, dürfte die Schweiz jetzt nicht so allzu lange dauern. Oder? Wie ist das hier so von den Proportionen her gesehen? Hier muss ich geradeaus drüber. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Also das finde ich ja absolut lächerlich im Euro-Truck-Simulator. Diese komischen Autobahnen, die nur eine Spur haben zum Geradeausfahren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es irgendwo in irgendeinem Land sowas gibt. Also zumindest keins, das auf Verkehrssicherheit achtet, weil das geht einfach gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tausende von Unfällen wegen Schläfern es da gibt, die dann irgendwie so von wegen und Knall und Schäber, weil sie noch im letzten Moment rüberziehen. Und einspurige Autobahnen, Freunde, gibt's glaube ich auch nicht, oder? Also ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Wenn es einspurige Autobahnen bei euch gibt in der Nähe, macht ein Foto, verlinkt mir das irgendwie, zeigt mir das. Ich glaube nicht, dass es einspurige Autobahnen in Deutschland, / Österreich, / Schweiz gibt. Also, Franzosen traue ich schon mehr zu, aber ich glaube, die legen auch Wert auf Verkehrssicherheit. Und alles andere kann ich nicht beurteilen. Bus, 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 Bus! Ja, und jetzt stehen bleiben. Willst du weiterfahren, bitte? Ich bin dir nur ganz leicht hinten drauf gedotzt. Scheiße, noch eins. Vielleicht sollte ich bei nächster Gelegenheit vielleicht doch mal diesen komischen Fernbus-Simulator ausprobieren. Vielleicht verkraftet er auch Waschbärenpower. Wobei ich mir bisher gedacht habe, so, nee, der ist vom Qualitätsding hier so miserable Scheiße. Weil, ja, also, wie soll man sagen, der ist einfach unterirdisch. Zumindest so wie ich ihn jetzt jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo bei YouTube begutachtet habe, gesehen habe, das sah für mich immer nach, nee, das brauchst du nicht, das kaufst du nicht, das ist das Geld nicht wert, wie es sich aus. Also, man kann damit bestimmt auch viel Spaß haben mit so einem Fernbus-Simulator. Aber ich habe damit keinen Spaß, zumindest aktuell nicht, weil ich weiß nicht, was der kostet, habe ich noch nicht nachgeschaut, aber bisher ist der Kaufanreiz bei den Dingen auch nicht besonders groß. Ne? Also, um das mal so. Moment, ich sehe Chat-Nachrichten. Boah, scheiße, ich muss mal rechts ranfahren, Blinker aktivieren. Ich muss mal Chat-Nachrichten lesen. So, bremsen. Warnblinker anmachen. Scheiße, der Chat ist so klein. Moment, ich muss mal kurz das andere Chatfenster wieder ausbuddeln. Jetzt seht ihr dann meinen Desktop. Desktop. Wo ist denn mein Chatfenster? Ich wollte doch extra die große Version haben. Ach, der Erbe. Der Erbe erbt was Schönes. So. Und Erbe, freust du dich, dass der Waschbär wieder am Start ist? Du musst jetzt ja in Chat schreiben. Jetzt. Hier. Wo ich es lesen kann, weil ich mir den großen Chat rausgesucht habe. Ja, super. Gut. Der ist heute noch ein bisschen länger am Start. Ich mache im Prinzip Warm-up hier. Also, weil heute ist ja der Landwirtschaftssimulator rausgekommen. Das heißt, ich steige später, wenn ich meinen Käse nach Italien gefahren habe. Ja, ich habe Käse in meinem LKW, damit es auch Landwirtschaftsprodukte sind.
wenn ich meinen Keys denn nach Italien gefahren habe, dann schaue ich mal, ob ich noch ein bisschen andere, sowas wie Äpfel oder sowas, wieder nach Deutschland zurückfahren kann. Dann kann ich mich vielleicht in den Trecker setzen, wenn der Vugenator wieder da ist. Weil ich habe mir gedacht, ohne den Vugenator fange ich es gar nicht an. Es wäre ein bisschen blöd, wenn ich so vorspielen würde oder so. Weil immerhin gibt es ja jetzt die Option bei Null anfangen, also sprich so mit gar nichts starten. Das ist bestimmt interessant. Wenn man so seinen ganzen Ruf von selber zusammenschrauben kann und schustern. Ich bin immer wieder fasziniert, wie wahnsinnig ähnlich die Autos hier in dem Spiel etwas in der realen Welt entsprechen, obwohl die ja nicht original sind. Also das da ist ein Golf. Ein Vierer-Golf, glaube ich. Oder ein Dreier-Golf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das andere war ein Opel irgendwas. Also irgendwas Opeliges, glaube ich. Und ich habe auch schon einen DHL-Sprinter gesehen. Auch wenn da nicht DHL drauf stand. Tunnel! Und Erbe, was hast du heute so Schönes gemacht? Hast du was Spannendes erlebt heute? Oder hast du mich wieder eingeschaltet, weil dir so langweilig ist, dass du mir zuschauen musst? Also so Zwangsbespaßung von mir. Also für dich. So, oh scheiße, alles öde. Muss ich Mantis dabei zuschauen, wie er LKWs gegen die Wand fährt? Oder zumindest eigentlich eher Mantis Waschbär. Bin ja nicht die normale Version, bin ja die mit Pfoten. So, hier, das sieht doch aus wie ein Golf. Oder nicht? Na? Ja, ich weiß, Geschwindigkeitsbegrenzungen sind für Menschen. Aber leider ist die Spur nur zwei Spuren. Es ist ja leider nur eine Spur. Ich kann hier nicht so einfach vorbeiziehen. Am Ende habe ich dann noch mehr Autos in der Nase stecken. Allerdings könnte ich es auch mal versuchen. Hui. Waschbär Drive aktiviert. Scheiß auf Autos. Ich bin schneller. Wuhu. Oh, hier ist wieder zweispurig. So umgeht man Staus und Probleme. Gib Stoff. Oh, hier darf ich nicht runter. Interessant. Ich bin immer wieder fasziniert von diesen ganzen komischen Absperrdingern. Ich würde mal interessieren, ob da irgendwann nochmal was Spannendes dahinter ist oder ob die das einfach nur gemacht haben, um Traffic rein und raus zu schütten. Ups. Schon wieder was kaputt gemacht. Ups, wieder was kaputt gemacht. Ich kann das nicht so gut einschätzen. Ich kann ja gerade mal über den Lenker gucken, ey. Ich fahre heute auch wie der letzte Henker. Aber wie gesagt, der LKW ist geklaut. Ist nicht meiner. Ich fahre nochmal über den Traktor. Wobei doch, ich bin auch schon LKW gefahren, aber es fährt sich halt anders, ne?
man normal so Traktor fährt und dann zwischendurch mal so 10 Minuten LKW oder so zum Entladen oder so, aber dann fühlt sich halt anders an, wenn man 3 Stunden Autobahn macht oder so. Und wenn ich in der Werkstatt bin, kaufe ich mir dann auch wieder meine Kaffeetasse. Ich brauche dringend wieder eine Kaffeetasse. Ich habe keine Ahnung, wo die hingekommen ist. Vielleicht ist sie runtergefallen. Und bevorhin, als ich geguckt habe, bin ich schon vor in die Leitplanke gekachelt. Oh, schaut euch das Panorama an. Ich liebe die Berge. Und zweispurige Tunnels finde ich übrigens auch ganz klasse. Weil da kann man mich überholen, wenn man das möchte. Ich glaube, wir sind schon in Italien, oder? Nee, wir sind noch in der Schweiz. Ich habe, glaube ich, noch keinen Grenzübertritt gehabt. Und Zoll oder zumindest so Maut habe ich auch noch nicht gezahlt. Ich glaube, gibt es in der Schweiz Maut? Also, ich glaube, da gibt es auch Biggall oder so, ne? So wie in Österreich. Aber ich glaube, das kennt der Eurotruck-Simulator nicht. Wobei der, glaube ich, mit Tollcollect arbeiten würde. Weil so Fernfahrer und so, die machen das doch heutzutage alles so elektronisch, dass die gar nicht mehr irgendwelche Aufkleber brauchen. So nebenbei, Erbe, was schaffst du eigentlich? So mal eine ganz doofe Frage. Einfach so Interesse halber. Wir fahren vorbei, komm. Bevor ich dem anderen hinten reinzwiebel. Ich glaube, ich bin doch schon in Italien, oder? Die Landschaft verändert sich so krass. Habe ich den Grenzübertritt gar nicht mitgekriegt, oder? Oder kommt der jetzt? Hm, das sieht so irgendwie so aus, wie als wäre da was. Ja, da ist was. Tatsächlich, geht mit Tollcollect, wie es aussieht. Haben sie das auch schon eingebaut? Da ich dir ja nicht an die Zahlgedönsigkeiten hinfahren musste. Hat sich ja extrem viel verändert, seit ich das letzte Mal im LKW gesessen bin hier. Extrem viel. Was du arbeitest, wollte ich wissen, Erbe. So aus reiner Neugier. Weil ich mich das schon immer gefragt habe, so viel wie du im TS manchmal rumlungerst. Ob du irgend so Heimarbeitgeschichten machst oder so. Noch langsamer fahren und du stehst. Komm schon. Das da vorne ist meiner Meinung nach ein Mini, das weiße. Zum Thema, sieht aus wie echtes Auto.
Und das hier ist wieder so ein Golf 3. Oh, immer diese Schleicher überall. Ja, genau. Super. Leute, ich würde den LKW gerne noch ankommen lassen. Ja, super, Motorschaden, klasse. Jetzt sind wir schon so weit. Ich habe kein Interesse daran, mich abschleppen zu lassen. Beikoch, okay. Warte, Beikoch ist Salate, oder? Solche Sachen. Also nicht das warme Essen, sondern das kalte Essen, glaube ich, oder? War doch Beikoch. Wenn ich mich noch recht entsinne bei dem, was ich mal so über das Köche-Dings gehört, gesehen, gelesen habe. Bist du dann in einem Restaurant oder in der Kantine? Schon wieder? Damn, fuck. Ich hätte Toy Collect fahren sollen. Leute, ich muss mich jetzt leider verdrängen. Ich muss hier nämlich auch runter, so wie es aussieht. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Motoraussetzer kommen. 20% sind ja dafür bekannt, dass das immer so schön stottert. Ich hab's auch schon mal geschafft, einen Tank leer zu fahren. Das war das Geilste überhaupt. So ein Wettrennen. Tank gegen kaputter Motor. Was zuerst kommt. Oh, jetzt fahre ich aber hier durch. Bin mir zu blöd. Ich glaube, das Fahrwerk hat auch was wegbekommen. Es fährt sich komisch. Also komischer als sonst. Ach, hier ist auf einmal wieder zweispurig. Ah, ich muss hier runter. Verdammt. Wir verlassen die Autobahn, das heißt, wir sind bald da. Glaube ich zumindest. Viva Italia! Die Ampel war dunkelgrau. Wie gesagt, Waschbären sind farbenblind. Ich habe keine Ahnung, was die darstellen sollen.
So. Irgendwo hier müsste jetzt das Ziel sein. Ich glaube, wir müssen hier rein. Oder? Ja, das müsste sein hier. Ich glaube, da muss man noch mehr in eine Einfahrt rein. Wo ist das? Na toll, ich glaube, ich bin schon dran vorbeigefahren. Oder ist es hier? Nein, das ist nicht hier. Ach, Dreck. Warte, ich kann mal Text lesen. Italien, du verwirrst mich. Das ist das erste Mal, dass ich in diesem Spiel in Italien bin. Ich fahre nicht so gern nach Italien. Ich fahre auch nicht gern nach Großbritannien. Das ist am allerschlimmsten. Großbritannien ist richtig hässlich. So, jetzt aufpassen. Wo muss man hier rein? Da muss man rein. Bin halt echt irgendwie vorbeigefahren. Macht ihr euer Türchen auch auf? Oh, schön. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Bing. Eingabe. Auf Nummer sicher einfrachten. Ich habe keine Lust auf Rückwärtsfahren. So, wo ist denn hier die Scheiße? Hinterm Gebäude, glaube ich, ist es. Rennen wir mal hier hin, damit wir vielleicht noch notfalls irgendwie rauskommen. Da ist es ja. Bling. Nicht, du stehst zu schief. Ach. Gut, noch eine Runde. Ah. Ja, was denn jetzt? Also doch rangieren. Na, geht doch. Jubel, Trubel, Heiterkeit, seit Zeitabkeit bereit. Zeit für Gesichtsspasmen. Ah. Mit Treibstoff geht alles besser. Ich hab bald wieder ein Level-Up. Fortfahren. So, gab es in diesem komischen Kaff eine Autowerkstatt?
bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob es da was gab. Ich hoffe es. Ich fahre so ungern mit kaputtem Motor durch die Gegend. Der stresst immer so. Die Scheiße sieht nicht so aus, wie als hätte sie in irgendeiner Form eine Autowerkstatt hier. Natürlich bleibe ich mit dem Auflieger hinten an der Kante hängen. Warum auch nicht? Scheiße, ich glaube, ich bin der unfähigste Waschbär, der LKW fährt, den sie jemals gegeben hat. Da unten ist schon mal eine Tankstelle. Das ist schon mal kein falsches Objekt. So, jetzt lasst mich hier bitte auch nochmal mit dem Auflieger hängen. Italien ist viel dekorierter als Deutschland. Ist voll unfair. Viel, viel schönere Deko. So, wo ist hier die Tanke? Da ist die Tanke. Glaube ich. Ups, nein. Nicht so weit. Tankstelle, ich komme. Bitte einmal Diesel in mein Auto und in mich. Muss ich ein bisschen Italiano sprechen, damit die mich verstehen. Mach den Tank voll, bitte. Gott, ich glaube, der hat so viel richtig Durst. Ja, hat er. Prost, würde ich sagen. Wo wir schon mal dabei sind. Nochmal Gesichtsspasmen. Oh, immer wieder toll. Na. LKW und Waschbär mit Treibstoff gefüllt. Jetzt brauche ich eine Werkstatt. Man sollte doch meinen, dass die Italiener auch Werkstätten haben, oder? Weil das hier sieht mir nach einem verkackten Industriegebiet aus. Normalerweise gibt es doch in Industriegebieten, gerade in Industriegebieten, so komische LKW-Werkstätten. Oder sehe ich das falsch? Da vorne sind Fragezeichen. Fragezeichen sind immer gut. Fragezeichen sind relevant. Da darf man nicht nein fahren. Da fährt der Müller fuhr. Das Rote sieht mir nach einem Autowerkstattkennzeichen aus. Das heißt, hier muss es eine geben. Die war wieder dunkelgrau. Ich liebe dunkelgraue Ampeln. Dunkelgrau ist eine sehr schöne Farbe. Gasserfahrerei machen, ey. Da komme ich mir ja vor, wie als wäre ich in Italien. Autowerkstatt. Und Volvo-Händler oder sowas. Oder? Ach nee, Scania-Händler, okay. Cool. Scania. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Wobei, der Auflieger könnte es auch gebrauchen, glaube ich.
Ich werde wohl nicht drum rumkommen, darum zu rangieren. So, wo ist die Scheiße hier? Hoppeldi, hoppeldi. Bordstein. Flöt, flöt, zu weit gerollt. Ja. Eingabe. Fahrzeugcheck. Alles kaputt. Alles kaputt. So, damit ist der Profit für die Tour wahrscheinlich dahin geschmolzen. Reparieren. So. Jetzt kaufe ich mir erstmal eine Kaffeetasse. Mein LKW ist nicht komplett, wenn da die Kaffeetasse fehlt, Freunde. Wo ist meine Kaffeetasse? Ach ja, und der obligatorische Laptop, damit ich ab und zu meinen Chat schauen kann. So. Passt. Was haben wir hier oben noch für Knöpfe? Die kenne ich noch nicht. Oh ja, nimm ein Space Shuttle. Space Shuttles sind gut. Vorhänge. Nee. Braucht man sowas? Bin ich Inder? Dass ich so einen komischen Teppich in meinem Auto hängen habe? Wo ist dies? Ach, noch mehr so komischer Plunder. So, dann nehmen wir mal hier diese komischen 3 Punkte für 1 Euro drauf. So. Kaffeetasse, Freunde, Kaffeetasse. So, auf den Punkt kommt mein kleiner Freund. Nein, auf den Punkt kommt mein kleiner Freund. Wo ist mein kleiner Freund? Hier ist mein kleiner Freund. So. Das ist mein Mietfahrer. Das ist mein Kollege. Der fährt immer mit mir mit und unterhält mich. So, und Handy darf man auch nicht vergessen, ne? So, wenn der Chef anruft und sagt so, du fährst einen Stiefel zusammen, dass du dann sagen kannst, so, nee, lass mal gut sein, ich fahre immer so. Und, ist das eine Geldbörse? Ich glaube, das ist eine Geldbörse. Ah ja, nee, eine Sonnenbrille ist cooler. Oder? Angefressenes Sandwich! Sowas braucht man, damit man nebenbei mal abbeißen kann. Oder ich könnte gleich 2 Tassen Kaffee draufstellen, falls ich die eine nicht mehr finde, weil sie schon wieder runtergefallen ist. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, Kaffeetasse, Kaffeetasse, Moment, wo ist... Oder soll ich doch lieber das angefressene Brot? Ja, komm, ich nehme das angefressene Brot. Könnte ich eigentlich das Handy darüber legen, oder? Kann ich das Handy? Ja. Komm, ich bin reich. Ich habe 2 Handys. Mini. Na? Jetzt kann man den Punkt nicht mehr anwählen. Was ist das für ein Scheiß hier? Achso, stimmt. Muss ich erst den aktivieren, dann den. Dann muss man nur das gammelige Brot hinlegen. Warte, vielleicht kann auch unser kleiner Freund ein bisschen rutschen. Kleiner Freund, rutsch mal. Jetzt hast du einen Bruder? So, du? So. Sieht doch schon besser aus, wenn man hier so an die Fressalien auch richtig rankommt und an den Kaffee. Wobei, bei meiner Pfotenlänge wäre das vielleicht sogar sinnvoller. Wenn man vielleicht glatt das anders macht, so. Von wegen und das Sandwich näher ran, damit ich besser abbeißen kann. So. Das dürfte gut sein. Das Handy brauche ich nicht so oft. Ich bin kein so ein Handymensch. So. Konnte man bei den Sitzen eigentlich auch irgendwas machen? Ah ja, hier unten. Da geht's auch noch. Moment, ich habe eine Idee. Ich kaufe mir noch eine Kühlbox. Damit ich noch mehr Sandwiches mitnehmen kann. Sandwiches. Man kann nie genug Sandwiches haben. Und ein Navi brauchen wir auch. Alles rein, Deko, spammen. Vielleicht hänge ich mir doch noch so komische indische Vorhänge an die Decke.
indische Vorhänge. Okay, im Chat hat sich nichts getan. Moment, eigentlich muss ich ja jetzt immer so machen. Moment, so. Im Chat hat sich nichts getan? Nein, im Chat hat sich nichts getan. Da können wir ja jetzt weiterfahren, damit sich's reimt. Ne? So. Bestellen. So. Ist wieder alles ready. Supiduppi. So. Nochmal schauen. Schön um den LKW rumglotzen. Ist alles prima. Ist alles prima. Schaut alles gut aus. Haben Sie gut repariert, Herr Mechaniker? So. Einmal rum um die Kurve, in der Hoffnung, dass wir den Auflieger nicht hinten wieder aufsetzen. Irgendwo. Ach du Scheiße. Wir sind ja auch überall so komische Kreuze. Ja. Man kommt ja hier auch nicht raus. Wenn die Italiener mal so einen Scheiß zusammenbauen, dann kann man ja nicht richtig raus. Baut mal LKW-freundlicheren Scheiß hier. Sehr furchtbar. Blöde Gasal. Dieses Gehumpel. So. Ich würde sagen, wir checken erstmal das Auftragsbuch. Ich bin da jetzt regellos. Warnblinkanlage mitten auf der Straße an. Laptop. So. Lage checken. Milano. Verona. Verona, Verona. Zürich. Ist alles nur in Italien? Verona. Venezia. Reims. Ja, genau, nach London. Haut ab, ich fahre nicht mehr auf der linken Seite. Auf der linken Seite fahre ich scheiße. Oh, ich fahre nach Düsseldorf. Ich fahre ein paar Orangen nach Düsseldorf. Das mache ich. So. Alle, die in Düsseldorf wohnen, bitte nicht übel nehmen. Ich muss das einfach sagen. Das hat sich bei mir irgendwie so eingebrannt. Also, für mich gibt es auch nur Frankfurt. Und Bielefeld gibt es ja gar nicht. Die war auch wieder dunkelgrau. War jetzt hell oder dunkelgrau das, wo man stehen bleiben muss? Aussieht, muss ich da rein, wo ich rausgekommen bin. Oh ja. Ich muss da wieder rein. Scheiße. Na, mal schön ausholen, damit ich da auch gut reinfahren kann. Ups, da ist ein Schild.
Ich glaube, Schilder kann man in dem Spiel nicht umfahren. Ja. Gebt mir eure Orangen. Ich will sie haben. Alle. Sonst herrscht hier der totale Krieg, wenn ihr mir meine Orangen nicht gebt. So. Hallo? Überspringen? Ich will nicht ranfahren. Ach, scheiße. Ich will nicht ranfahren. Lasst mich überspringen, bitte. Nur ganz kurz. Ja, geht doch. Es regnet. Schon wieder. Licht an. Noch mehr Licht an. So, wolltest doch gleich das wieder rausfahren? Warte mal. Ach ja, ich habe vergessen, bei dem ist das immer hier so ein bisschen kompliziert mit dem Gucken. Da ist immer die Säule im Weg. Ich weiß auch nicht, warum ich mir den genommen habe, den LKW. Ach so, doch, ich weiß. Die Schlüssel steckten. Deswegen habe ich ihn genommen. So, schön großzügig rausgefahren, damit wir nicht irgendwie da irgendwo hängen bleiben. Großzügig rausfahren. Um die Kurve! Mit Schmackes! Das war jetzt auch total klischeehaft. Käse aus dem Norden in den Süden fahren und Orangen aus dem Süden in den Norden fahren. Noch geiler geht's halt nicht, ne? Die war jetzt, glaube ich, hellgrau, oder? Die war dunkelgrau. Da war auch wieder was Dunkelgraues. Warum haben da eigentlich bei den... Warum haben diese Menschen, wenn sie diese komischen Fahrzeuge benutzen, eigentlich überall diese komischen Lampen hängen? Die sind doch total nutzlos. Kommt viel schneller voran, wenn man diese roten, diese bunten Lampen, zumindest glaube ich, dass sie bunt sind, einfach mal alle ignoriert. Dann ist man auch viel schneller. Also wie viel Zeit die vertrödeln, damit dass sie sich nach diesen Lampen richten. Ich glaube, ich muss den Scheibenwischer noch mehr einstellen, der ist zu langsam. Warte, wo war das noch gleich? Ne, das ist Licht. Ich glaube, das war Scheibenwischer. Ja, das wischt schon schneller. Super. Wisch, kleiner Mann, lieb ich. Wisch für mich, Baby. Aha, aha. Bing. Bams. Komm schon. Könnt ihr die Dinger nicht schneller aufmachen, damit man wenigstens durchfahren kann? Scheiße, noch eins. Ich bin ein Waschbär. Ich brauche eine Weile, bis ich die Bremse erreicht habe. Scheiße, noch eins. Ich habe extra rollen lassen. So ein Mist hier.
Ist überhaupt nicht waschbärenfreundlich, das Ganze. Braucht immer so ewig, bis ich dieses blöde Ding zum Stehen bringe. Scheiße. So viel zur Barrierefreiheit. Waschbären geeignet sind diese blöden Schranken schon mal nicht. Na komm raus. Unfall. Schon wieder? Okay, diesmal langsamer. Langsamer. Gut. Ja, es reicht doch schon, wenn mir einer dabei zuschaut, dann bin ich wenigstens nicht so, dass ich mir die ganze Zeit denke, so, boah, macht eigentlich gar keinen Sinn, irgendein Video aufzunehmen, weil schaut ja eh keiner zu. Ach so, ich hatte vergessen, vorher so zu machen. Oh ja, stimmt. Fahr mal gegen die Leitplanke. Wow, das hat jetzt instant aufgehört zu regnen? Geiler Scheiß. Mach aus, die Scheiße. Ja, ich hab gesagt, aus. Pfui. Böser Scheibenwischer. Aus jetzt. Ach, das Raumschiff baumelt da oben auch noch voll durch die Gegend, wenn man Gas gibt und bremst. Ist ja abartig. Ist ja voll die Physik mit drin. Es gibt ganz harte Turbulenzen. Da kommt man sich vor wie ein Kerbal Space Program, kurz bevor einem die Rakete unterm Arsch weg explodiert. Mich würde mal interessieren, wie man das überhaupt macht. Ich krieg's bei Kerbal Space Program überhaupt nicht hin, irgendwas Sinnvolles zu machen. Bei mir geht immer alles in die Luft. Das ist das Einzige, was ich in dem Spiel kann. Sprengen. Sprengen und explodieren lassen. Das läuft bei mir immer. Oh, schon wieder viel zu schnell, zu schnell. Ich hasse diese Schranken. Denn in Franken gibt's keine Schranken. Oh, ich glaube, ich muss langsam das Licht anmachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich brauche jetzt das Licht wieder. Darauf achten, ob man hier irgendwo Tschüss Italien sagen kann. Oder ob es dies schon war. So von wegen und hier zweimal zur Kasse gebeten, hintereinander weg und dann verpiss dich wieder nach Deutschland, du blöder Deutscher. Du kannst deine Kohle da lassen, aber du gehst raus. Ich glaube, das ist der Grenzübergang, oder? Könnte wohl möglich sein. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Zweimal abkassieren. Typisch Italien. Mal das Licht anmachen. Upsa.
Schon wieder auf die falsche Bank. Jetzt kann ich dann in der Schweiz wieder nicht auf den Laptop gucken, um zu schauen, was im Chat steht. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas knutsche, bestimmt besonders hoch. Ich könnte natürlich wieder rechts ranfahren, um zu gucken, ob was Relevantes drin steht. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich fahre ja normalerweise keine schwedischen LKWs. Ich bin ja eigentlich ein treuer Münchner Fan, also nicht Münchner Fußball, sondern Münchner Autofabrikation, also in puncto Lastkraftwagen. Nö. Weil automäßig weiß ich nicht, also bin ich mir unschlüssig. Eine Zeit lang war das mal so, dass ich Opel ganz cool fand. Dann zu Anfang, als ich noch sehr jung war, fand ich VW ziemlich cool. Einfach nur, weil ich in einem VW groß geworden bin, weil meine Mutter hatte immer einen VW. Zumindest seit ich mich erinnern kann, ist die VW Passat gefahren. Deswegen VW Passat einfach tolles Auto, weil du kannst halt alles mitmachen. Also sollte mal irgendwann irgendwie eine liebe, freundliche, nette Frau mit hübschen, blonden, langen Haaren sich entschließen zu sagen, so, boah, der kleine Waschbär ist süß, den hätte ich gerne als Kuscheltier in meinem Bett. Dann, lass uns zusammen einen VW Passat kaufen, Baby. Da bin ich total dafür. Und dann lass uns ganz viele kleine Waschbären machen. Damit wir dann Fahrräder und andere tolle Dinge, die Familien so transportieren müssen, hinten reinschmeißen können. Das ist der Grund, warum ich VW Passat-Autos toll finde, weil da passt halt alles rein, was man reintun muss, wenn man eine Familie hat. Aber ansonsten, ja, LKW, wie gesagt, MAN for the win. Die Münchner bauen tolle LKWs, auch wenn sie mit ihren Lizenzen geizen. Weil ich würde es echt cool finden, wenn das Modell vom MAN mal ein bisschen mehr Aktualität bekommen würde in diesem Spiel, weil der ist ja noch, keine Ahnung, 2006 oder so? Also das ist noch das Modell ohne LED-Scheinwerfer und zwar so richtiger alter Kasten im Vergleich zu den modernen LKWs, die es hier inzwischen von anderen Firmen gibt. Also beispielsweise VW, Volvo, was ich gerade fahre, der ist top modern. Der hat auch schon hier die Fahrstreifen-LEDs an den Seiten. Der ist natürlich auch richtig bullig, wie man ja gesehen hat. Die Front ist komplett aus Draht gestellt sozusagen. Also der macht richtig was her. Das ist ein richtiges brutales Dings. Ich habe natürlich auch nicht die fetteste Motorauswahl genommen, weil die ist für normale Straßenfahrten nicht so geeignet. Da stand als Eignung eher drin Schwerlast. Und da ich ja meistens eher Normalfracht fahre, weil ich mit meinem lustigen kleinen blauen Kühlanhänger da hinten durch die Gegend gurke, dann macht es wenig Sinn, wenn man den Schwerlastmotor drin hat, der voll auf Power geht, aber kaum Geschwindigkeit hat und so. Es ist zwar ein Bergekraxel, wäre jetzt ganz toll damit, aber das ist zu viel Leistung. Deswegen habe ich das nicht bis an die Grenze gedrückt, den Motor. Da ich jetzt auch nicht der talentierteste Fahrer bin, aufgrund der Tatsache, dass ich ja ein Waschbär bin, ne, habe ich jetzt auch nur absolute simple Loop-Fahrtaktiken. Also sprich, ich fahre hier mit Vollautomatik und Tastatur. Deswegen auch meine seltsamen Lenkbewegungen. Ei, eine Baustelle. Und zwar eine richtig hässliche Baustelle. Ich liebe diese random Ereignisse. Die sind großartig. Deswegen war das hier so mit dem Gegenverkehr und einspurig. Wegen der verkackten Baustelle. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
eine Müdigkeitssimulation habe ich auch abgestellt, weil ich kann ja selber genug gähnen, da brauche ich nicht noch irgend so ein komisches Gähngeräusch im Hintergrund, das dann dafür sorgt, dass ich am Ende einschlafe oder so. Nö, am Steuer einschlafen ist ja, soweit ich weiß, nicht so besonders gut. Ich baue ja so schon genug Unfälle. Und es wäre ja total unpraktisch, wenn man so richtig schön einschlafen wird. Und dann den anderen so richtig gescheit hinten drauf donnern. Und das Draufdonnern, das mache ich ja schon so. Was ist das vor mir? Könnte das ein Passat sein? Kommuniziert das? Ist das ein grauer Passat? Wäre das möglich? Also älteres Baujahr? Auch so ähnlich wie der Golf 3? Vom Alter her? Könnte passen, ne? Weil ich weiß nicht, wie die neue VW Passat-Serie aktuell aussieht. Bin ja mal gespannt, ob sie es schaffen, den ID in irgendeiner Form so richtig schön zu releasen. Weil eigentlich finde ich die ganzen Elektroautos, die VW so ins konzipiert hat, eigentlich recht schick. Also, aber den VW Bulli Elektro, den sie jetzt da gemacht haben, den wollen sie ja nur in den USA rausbringen, soweit ich das mitgekriegt habe, was ziemlich uncool ist, weil ein richtiger, hübscher Oldschool-Bulli mit Elektroantrieb, also zumindest vom Design her, an den alten Bulli angelehnt, wäre schon geil irgendwie, wenn sowas hier auch in Deutschland rumfahren würde. Aber naja, klar, der amerikanische Markt ist natürlich der größere Markt, ne? Deswegen muss man da zuerst alles verkaufen. Obwohl sie da jetzt momentan wahrscheinlich sowieso die schlechtesten Karten haben mit ihren ganzen Skandalen. Weil die Amerikaner stehen ja darauf, andere Leute Wirtschaft kaputt zu machen, indem sie im Dreck wühlen. Und da die ja so viel Dreck rausgehauen haben, freuten sich die Amerikaner ganz besonders drüber. Weil je mehr Dreck man macht, desto besser kann man drin wühlen, ne? Habe ich schon wieder so viele Beulen reingemacht? Dass du schon wieder das Ächzen anfängst? Finde ich nicht lustig. Hat er eine Ahnung, wie viel Uhr es gerade ist? Ich weiß es nämlich nicht. Muss mich ja auf die Straße konzentrieren. Mit dem bisschen, was ich sehe. Könnte man jetzt sagen, so schreibt es in die Kommentare, aber dann müsste ich auch wegschauen. Es ist schon dumm genug, euch zu fragen, weil ihr es in den Chat schreiben müsstet. Aber hey, man könnte hier rausfahren und dann mal auf den Laptop gucken. Auf den Laptop gucken. So. So, auf den Laptop gucken. Oh, hallo Michi. Schön, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du hast Spaß daran, einem Waschbär im LKW zuzuschauen, wie er LKW fährt. Übrigens, der LKW ist nicht meiner, den habe ich geklaut, weil Waschbären haben normalerweise keinen LKW oder einen Führerschein, ne? Und falls du dich fragst, warum ich die komischen Lampen überfahre, ich bin farbenblind. Waschbären sind farbenblind, die sehen nur hell und dunkelgrau, deswegen weiß ich nicht, wofür die Lampen stehen, ne? Also, und da ich auch nicht lesen kann, weiß ich auch nicht, wie schnell man fahren darf, wo, ne?
So, jetzt nochmal zurück zu dem Thema. Hier. Wir haben schon spät, okay. Das heißt, demnächst dürfte dann mal auch der Vuggenator auftauchen. Dann werde ich in Traktor umsteigen. Weil normal so fahre ich ja Traktor und nicht LKW, ne? So. Wieder schön auf den Spiegel gucken, damit wir auch sehen, was wir alles kaputt machen. Gib Gas, Baby! Die Orangen wollen nach Deutschland! Ups! Ich glaube, da wäre ich beinahe umgekippt. Falls ich nicht so schnell auf den Chat reagiere, weil ich weiß ja nicht, ob du regelmäßig zuschaust, Michi, oder ob du neu bist hier, liegt daran, dass man sich als Waschbär, wenn man so gerade über den Lenker gucken kann, nicht so sehr auf den Laptop neben sich konzentrieren kann, ne? Ist logisch. Also deswegen bin ich auch gerade rangefahren, um mal so zu gucken, was passiert. Also, und ich kann ja nicht dauernd ranfahren, dann werden die Orangen noch schlecht, bevor sie in Deutschland sind. Ich bin ja schon immer wieder fasziniert, dass die Menschen das hinkriegen mit ihrem hier von wegen und ja so, hier mal die Pfote drauf drücken, um zu bestätigen, dass du es abgeholt hast, ne? Weil ich weiß ja noch nicht mal, was die mir da reintun, bis ich sehe. Weil ich kann ja nicht lesen. Also ich weiß dann immer so von wegen und ja, du musst das nach da transportieren und hier nach da transportieren, aber wenn ich dann da so anrufe und so frage, so, ja, ja, wie sieht's denn bei euch aus mit Abholen und so weiter, dann denken die sich immer so, ja, ist ja ein Mensch, verstehen schon alles. Und dann, wenn sie dann sehen, wie dann so ein Waschbär hier so in die Einfahrt reinfährt, dann schauen sie immer ganz blöd. Also. Aber hey, bisher hat noch keiner danach gefragt, ob ich das Zeug nicht lieber fresse. Also, aber ganz ehrlich, aktuell mag ich keine Orangen, ist nicht so mein Ding. Ich stehe hier so auf oh, was könnte man leckeres essen, so? Nüsse vielleicht. Pistazien finde ich geil. Pistazien sind immer super. Die lassen sich so schön knacken. So, ich glaube, hier muss ich wieder runter. Ist das wieder so eine Scheißausfahrt? Ja, es ist wieder so eine Scheißausfahrt. Jetzt bleibe ich gleich wieder in der Leitplanke hängen. Oder auch nicht. Oder doch. Oder auch nicht. Gott, ich glaube, ich habe schon Getriebeschaden. Und ich habe es am Anfang von meinem Stream schon mal erklärt, warum ich nicht World of Trucks spiele. Ganz einfach. Weil so eine verkehrsgefährdende Kreatur wie mich sollte man eigentlich nicht auf die Menschheit loslassen. Es reicht ja schon, dass die NPCs mit mir durchkommen müssen. Da will ich nicht auch noch türkische LKW-Fahrer haben, die keinen Spaß verstehen und irgendwelche komischen Bugs, bei denen 40 Tonnen
20 Loopings schlagen und dann auf den Boden aufklatschen, ne? Das ist nicht so mein Ding. Da fahre ich lieber gechillt, so gerade so übers Lenkerrad guckend, irgendwelche Sachen zusammen. Und wenn wir schon mal wieder hier sind, könnten wir mal wieder eine kleine Pause machen und auf den Bildschirm gucken. So, schauen wir mal, was da so steht. Ah, der Michi ist also neu, okay. Cool. Du musst übrigens kein Abo dalassen, ich verpflichte niemanden dazu. Weil das ist immer das, was ich so ätzend finde, wenn du mal alle schreien so, Gott, abonniere mich, ich habe zwar kein bisschen Kanal-Input, aber abonniere mich, weil ich brauche Abonnenten. Ist mir zu blöd, weißt du. Also, bei mir ist so, schau vorbei, wenn du vorbeischauen willst, wenn nicht, dann lass bleiben. Oder auch nicht, also ich zwinge niemanden dazu, sich das anzutun, dass ich existiere. Weil so häufig bin ich jetzt auch nicht am Start. Ich bin ja keiner von diesen, ich hau jeden Tag um 14 Uhr ein Video raus, P-Diesels. Nee? Hätte ich den Beschleunigungsstreifen glatt für eine Spur gehalten. Kann schon mal vorkommen. LKW-Fahren macht immer so müde. Ist furchtbar. Wobei der Landwirtschaftssimulator ist bei mir auch so Einschlaftablette mäßig, aber sie ist trotzdem spannend. Also nur weil ich gähne, muss es noch lange nicht heißen, dass ich gelangweilt bin oder so. Das passiert auch einfach mal so, dass ich die Augen kaum offen halten kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so ganz die ganzen Simulatoren und so weiter, das ist, scheint immer so Material zu sein, was ich streame, also sprich lauter langweiliger Kram. Weil wie gesagt, Minecraft mache ich auch manchmal, aber mir wachsen da immer schon die Setzlinge aus den Ohren, so sehr habe ich mich verminecraftet. Weil wenn man so vom Hobby her so viel mit Minecraft zu tun hat, dann ist es auch manchmal ganz schön, wenn man nicht Minecraft macht. Ne? Meine ganze Community, die ich habe, beschäftigt sich mit dem Thema Minecraft-Modding. Also habe ich Minecraft so viel Input, dass es auch mal manchmal ganz schön ist, wenn man kein Minecraft hat. Ich glaube, ich muss mich hier wieder reinbarzeln, oder? Ist das wieder so eine Doppelspur? Nee, ist das Doppelspur. Keine einspurige Autobahn. Einspurige Autobahn. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist ein Stream. Also wenn es ein Video wäre, müsste ich mich nicht dauernd wiederholen, aber in einem Stream wiederholt man sich halt. Weil da spulen die Leute auch nicht zurück und gucken nochmal, was gesagt worden ist. Deswegen, ich finde es total unrealistisch, dass es in diesem Spiel einspurige Autobahnen gibt. Ich glaube, in Deutschland gibt es keine einspurigen Autobahnen.
Aber wie gesagt, man kann mich auch eines Besseren belehren. Wenn es sowas geben sollte, dürft ihr mir das gerne beweisen. Habe ich kein Problem mit. Nehme ich. Bin ja ein wissbegieriger Waschbär. Habe ich schon erwähnt, wie schwer es ist, an die Bremse ranzukommen mit den kurzen Waschbärfüßen. Ich habe mir so obligatorisch einen Ziegelstein unten auf das Pedal draufgelegt, wo der Motor immer so laut aufrührt, wenn man drauf drückt. Und das andere versuche ich immer mit so einem Holzstock zu drücken. Also deswegen, wenn ich so Bremsverzögerungen und sowas habe, das liegt einfach daran, dass ich an den Scheiß nicht rankomme. Weil es gibt ja leider keine barrierefreien LKWs für Waschbären. Die wären auch keine 40 Tonner, das wären dann wahrscheinlich 4 Tonner oder so. Deswegen tue ich mir so ein bisschen schwer dabei. So, mal wieder den Ziegelstein die Arbeit machen lassen. Go, Ziegelstein, go! Mein Freund Bricky macht die Arbeit für mich. Schon wieder das Getriebe. Das Getriebe spricht mit mir. Habt ihr es gehört? Es hat kommuniziert. Es hat gemacht. Ich glaube, das wollte mir was mitteilen. Ich glaube, das möchte schon wieder Aufmerksamkeit. Und ja, ich bin auch fasziniert darüber, dass ich weiß, was ein Getriebe ist. So als Waschbär. Hier so im Hintergrund irgendwie so komische Kindergeräusche. Hat sich am Ende noch jemand in den LKW geschmuggelt? Huch. Nachts und helle Fahrbahn mit hellen Streifen, das ist mein Favorit übrigens. Ich finde nichts geiler als Autobahnen mit hellem Belag, mit hellen Streifen drauf. Das ist richtig top. Das kann man mit der farbenblinden Grau
Grauwahrnehmung echt gut sehen, so einen weißen Streifen auf grauem Grund, also auf hellgrauem Grund. Es macht richtig was her. Das ist genauso wie Webseiten. Webseiten sind genauso geil. Da gibt es dann immer hellgraue Felder auf weißem Grund oder keine Ahnung, so dass man sich überlegt, so, wo könnte jetzt da die Eingabezeile sein? Gibt es denn da überhaupt eine? Ich probiere mal einfach durchklicken, ob man da irgendwo was findet, wo man was, oh, Scheiße, reinschreiben kann. Nein, 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 nicht ausgehen. Böses Getriebe. Ich war doch gerade erst in der Werkstatt. Diese blöde Schranke, wenn die nicht im Weg gewesen wäre, dann hätte ich jetzt keinen Schaden am Motor. Blöde Italiener mit ihren scheißblöden Schranken überall. Vielleicht sollte ich Schrankenaufschlager verlangen. Jedes Mal, so wenn ich in Italien unten bin, so, nee, die Fahrt kostet jetzt 30.000 Euro mehr, weil ich muss durch Schranken fahren. Und immer wenn ich durch Schranken durchfahren muss, habe ich danach das Problem, dass mein Motor kaputt ist. Ich glaube, da vorne kommt wieder eine Laptop-Glotz-Gelegenheit. Musst du mal schauen, was ihr da so treibt. Oder schreibt. Auch wenn ich eigentlich nicht lesen kann. So, aber hier könnten wir eigentlich auch gleich mal noch tanken. Stehen bleiben! So. Gucken wir mal. Oh, geil, ich habe ein Like. Voll gut. Ich mag Likes. Likes sind geil. So, wo waren wir stehen geblieben? Motor wieder an. Oh, geil, da sieht man sogar ein kleines Volvo-Logo beim Starten. Das ist mir noch nie aufgefallen. Voll gut. Ist jetzt eigentlich das Licht auch wieder aus, weil ich den Motor ausgemacht habe? Nee, es war noch an. Holzlaster. Boah, das mache ich jetzt dann auch wieder, wenn der Landwirtschaftssimulator im Start ist. Holzlaster fahren. Das ist ja eigentlich das, was ich tue. Holzlaster fahren, Traktor fahren, Mähdrescher fahren. Also, Käse und Orangen durch die Gegend fahren ist auch ganz witzig, aber das ist halt einfach anders, ne? Ist weniger spannend, glaube ich. Also für Leute, die mir dabei zuschauen, wie ich das mache. Mal hier auf die Spur rüberfahren. Ich glaube, ich muss nämlich rüber. So. Wie weit haben wir es wohl noch? 4 Stunden. Noch 770 Kilometer. Ja, zum Glück sind das nur Ingame-Stunden, keine Real-Life-Stunden. Sonst wäre das schon ein bisschen arg hart, glaube ich, zum Zuschauen. Jemanden zuschauen, wie er 4 Stunden lang über die Autobahn fährt in einem Spiel. Ist bestimmt richtig spannend. Ist bestimmt genauso spannend, wie neben mir sitzen im LKW und zuschauen, wie ich gegen die Leitplanke fahre. Da müssen wir wieder Spur wechseln. Oh, immer diese Spurwechslerei. Vorne ist wieder Bullerei. Na? Bist du zu schnell gefahren? Bist du kein Waschbär? Waschbären dürfen zu schnell fahren. Weil die nicht wissen, was auf dem Tacho steht. Und die Polizei immer nur verwirrt guckt, wenn sie einen Waschbär im Führerstand sieht. Ich
habe noch nie einen Strafzettel bekommen, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass alle einen Menschen erwarten. Ich glaube, ich könnte jetzt dann langsam mal wieder von meinem Sandwich abbeißen. Bei mir meldet sich was. Aber ist nicht so tragisch. Kann auch noch ein bisschen warten. Ich habe immerhin das letzte Mal vor 3 Tagen was gegessen oder so. Da machen es die paar Stunden jetzt auch nicht mit. Oh nein, nicht schon wieder. Lass doch mal den Blödsinn. Ich habe dich doch gerade gefüttert. Hör auf zu zicken. Also ich meine den LKW, nicht meinen Bauch. Weil nach jeder Tour muss ich den Scheiß reparieren hier. Ich bin nämlich so talentiert im LKW-Fahren, das gibt's gar nicht. Deswegen muss ich den LKW auch klauen, weil einen eigenen hätte ich mir nicht leisten können. Schweige denn, dass die mir nicht verkauft hätten, weil die hätten erstmal gefragt, ja, sagen Sie mal, haben Sie überhaupt einen Führerschein? Dann hätte ich sagen müssen, naja, haben Sie schon mal einen Waschbären mit einem Führerschein gesehen? Also allein schon die Tatsache, dass ein Waschbär in so ein Nutzfahrzeughändlerladen reingeht und sagt so, ja, ich hätte gern einen LKW. Ne? Hätten wahrscheinlich erstmal gelacht und danach hätten sie wahrscheinlich gefragt, wofür? Um Muscheln zu transportieren? Ich hätte gesagt, so, nee. Ich will damit Orangen aus Italien nach Deutschland fahren. Oder Käse aus Deutschland nach Italien. Das hätten die mir eh nicht abgekauft. Oh nein, schon wieder. Aber was hast du denn? Wir waren doch erst in der Werkstatt. Ist das schon wieder so eine große Beule, dass du die ganze Zeit am Rülpsen bist? Wo zum Geier ist eigentlich Düsseldorf im Vergleich zu Milano? Das muss ja ewig weit weg sein. Das sind doch bestimmt 1000 Kilometer oder so. Mal gespannt, wann die nächste Raststätte kommt. Ich muss ja immer mal wieder mal gucken, was hier so verzapft. Da war, glaube ich, ein Auto. Ja, Glück gehabt. Hab ich gerade noch so gesehen. Weil wenn der jetzt schon hier die ganze Zeit immer rumrübsen ist, der LKW, dann will ich gar nicht wissen, wie das ist, wenn ich jetzt auch noch Autos zerlege. Ja, blink früher, hau ab. Immer diese Bremserei. Ich habe einen LKW und kein Auto. Ich brauche eine Weile, bis ich auf 100 bin. Das geht nämlich gar nicht. Ich komme ja nur auf 90. Glaube ich zumindest. Ich kann ja nicht lesen.
man hat mir mal gesagt, so wenn unten an dem Navigationsgerät, wenn da alles rot leuchtet in der Ecke, nein, auch falsch, wenn da alles ganz andersfarbig wird, also so andersgrau, dann ist es schnell. Also zu schnell halt. Aber wie gesagt, nachdem ja Waschbären grundsätzlich keine Strafzettel kriegen, weil Polizisten meinen, sie halluzinieren, wenn sie mich sehen, stört mich das auch nicht, wenn das da unten die Farbe wechseln sollte. Ne? Genauso wie diese komischen Lampen, wie ich ja schon mal erklärt hatte. Diese komischen Lampen, die immer an den Straßenrändern stehen. Weiß ich auch nicht, was man mit denen machen soll. Boah, ich glaube, hier muss man runterfahren von der Autobahn. Juhu, runterfahren von der Autobahn. Ich bin dann schon im Duschlicht doof. Oder ich muss wahrscheinlich jetzt Serpentinen fahren oder sowas, damit es besonders lustig ist. Serpentinenfahren ist richtig super. Ich liebe Serpentinenfahren. Das ist immer Leitplanke links schrubbeln, Leitplanke rechts schrubbeln. Da kommt man sich immer vor, wie als würde man Rollercoaster Tycoon spielen. Und zwar als Fahrgast. Da sind schon wieder so komische Lampen. Huch! Das war knapp. Wollte hier jetzt nicht irgendwann mal eine Stadt auftauchen oder sowas? Also ich bin ja kein Experte für menschliche Wohnsiedlungen, aber normalerweise ist es doch so, dass da irgendwo mal wieder welche auftauchen, oder? Ich glaube, ich habe eine gefunden. Habe ich den schon berührt? Oder steht der einfach nur so blöd rum? Oh, ich glaube, hier ist Stau. Ich glaube, ich muss darüber. Ich bin mir mal noch nicht sicher. Schaut sie euch an, diese ineffizienten Menschen. Starren auf die Lampen und bleiben davor stehen. Was ist an denen so spannend? Ich verstehe das nicht. Warte, da könnten wir doch mal wieder auf den Laptop gucken. So, bis sie da weggefahren sind. Da ist nichts Neues. So. Oh, jetzt hat sich die Lampe geändert. Ich glaube, jetzt darf ich wieder rumfahren. Nein, hier muss ich noch nicht weg.
Liebling? Ein Renault-Händler habe ich entdeckt. Wow. Ich habe einen Renault-Händler entdeckt. Und ja, ich kann nicht lesen. Ich habe das jetzt geraten. Waschbären können nicht lesen. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Das ist wieder so ein sinnloses Menschenlämpchen. So eine Hypnoselampe. Bei mir funktionieren die Hypnoselampen nicht. Ihr könnt die auch auslassen. Ups. Bin ich jetzt zu weit gefahren? Oh nein, ich bin schon wieder zu weit gefahren. Fahren wir halt noch mal im Kreis rum. In Düsseldorf. Habe ich schon so viele von diesen lustigen Bildschirmen, die mir sagen, wo es hingeht, und trotzdem mache ich es falsch. Kann ja mal passieren. Schon wieder eine Hypnoselampe. Aufwachen, Menschen! So, probieren wir es nochmal. Wo ist jetzt da die Einfahrt? Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus. Und hole richtig aus. Jetzt muss doch hier irgendwo eine Einfahrt sein. Wo ist denn die? Verstehe ich nicht. Ist das eine Einfahrt? Ich glaube, da drüben ist eine Einfahrt. Das könnte mein Ziel sein. Glaube ich zumindest. Schauen wir mal. Ja, das ist ein Fähnchen. Ich glaube, das brauche ich. Ja, bling. Ach ja. Einparken. Warum nicht einparken? Einparken! Bling! Bling! So. Mal kurz Aussteigemodus. So. Mal gucken, wo man hier so hinlenken muss. Mal schnell die Flugdrohne gestartet, um zu sehen, was man so machen muss, damit man da reinkommt in die Parkung. Und hat es geklappt? Ich glaube nicht. Scheiße, schon wieder zu knapp gefahren. Gut, sieht so aus, wie jetzt müsste ich wieder rückwärts fahren. Ich fahre so gerne rückwärts. Rückwärts ist toll. Oh, einschlagen. Ja, es bin gemacht. Das ist gut. Den machen wir es immer prima. Wir sind angekommen. Abzug für Schäden? Habe ich meine Fracht beschädigt? Habe doch nur mein Fahrzeug beschädigt. Kostet mich das dann auch was, wenn die Orangen zermatscht werden, oder was?
Moment, da kann man jetzt gleich noch mal ein bisschen in den Chat schauen. Steht nichts Neues. Nichts Neues. Ich glaube, ich habe ein Level up. Fortfahren. So. Ich würde sagen, ich habe mich und euch jetzt genug gequält mit meiner Anwesenheit. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein Päuschen machen und dann schauen wir mal, wie es mit dem Traktor weitergeht, glaube ich. Bis dahin könnte eventuell der Vuganator aufgetaucht sein. Würde ich behaupten wollen. Drücken wir mal hier noch auf Speichern. Speichern. Hin und weg. Okay. So, Spiel beenden. Ein bisschen die Desktop-Demo. Für alle, die meinen Desktop noch nicht kennen. So, bis, keine Ahnung, so vielleicht 10, 20 Minuten könnte sein oder so. Wer Lust hat, darf gerne da bleiben. Wer keine Lust hat, guckt später nochmal vorbei oder auch nicht. Ist ja euer Bier, ne? Bis später dann.